Heute arbeiten wir mit einem großen Bagger in einem Vorgarten, helfen aus, Schüttgut abzutransportieren und pflanzen neue Bäume. Zuerst benötigen wir diesen orangenen LKW, um den Fahrzeuganhänger anzukuppeln. Mit der ausgefahrenen Rampe können wir nun mit dem Bagger auf den Anhänger fahren. So können wir ihn dann zur Baustelle transportieren. Mit dem aufgeladenen Bagger können wir nun zur Baustelle fahren. Dort sehen wir auch schon das Haus mit dem unfertigen Vorgarten. Dort müssen wir arbeiten. Mit der wieder ausgefahrenen Rampe vom Anhänger können wir nun mit dem Bagger runterfahren und anfangen. Zuerst muss der große Stein weg, der dort in der Erde liegt. Mit diesem Bagger können wir ähnlich wie mit einem Kran Sachen anhängen, um sie anzuheben. Und schon ist der Stein beiseite geschafft und wir können anfangen, die Gruben für die Bäume zu graben. Die erste Grube ist fertig, auf zur zweiten. Thank you.
Auch die zweite Grube ist fertig. Nun ist alles bereit, die Bäume zu pflanzen. Doch vorher haben wir versprochen, noch auszuhelfen, Schüttgut abzutransportieren. Dafür brauchen wir diesen Muldenkipper. Und hier haben wir einen Radlader mit einer großen Schaufel vorne dran. Damit können wir den Muldenkipper mit dem Schüttgut beladen. Das war die erste Schaufellage. Das war die zweite Schaufelladung mit Kies. Die dritte Schaufelladung ist mit Erde. Das kommt auch noch auf den Muldenkipper drauf und dann können wir das Schüttgut abtransportieren. Wir sind fertig damit, auszuhelfen, das Schüttgut abzutransportieren. Jetzt müssen wir schnell zurück zur Baustelle, um diese auch noch fertig zu bauen. Hier kommt schon der LKW mit Ladekran hinten dran, um die Bäume in die Gruben zu heben. Insgesamt brauchen wir 3 Bäume. Der Kran fährt schon aus. Das war der erste Baum. Der zweite Baum.
das war der dritte Baum zum Abschluss. Nun kommen noch andere Bauarbeiter und schließen die Baustelle ab. Doch wir sind mit unseren Baumaschinen hier fertig. Nun, da die anderen Bauarbeiter auch fertig sind, ist die Baustelle abgeschlossen. Das Haus hat nun einen schönen Vorgang.